Hallo, herzlich willkommen und labende Grüße. Willkommen bei Jörns Tafelschmaus mit Jörn und das bin ich. Heute zum ersten Mal Moin zurück. Heute zum ersten Mal mit neuem Intro. Ja, es ist tatsächlich neu. Credits go out to dem lieben Styles-Film, der auch öfter hier bei uns im Chat ist. Und ja, ich habe jetzt dieses neue Intro. Seit heute habe ich das. Also gezeigt habe ich das erst. Ich habe es jetzt seit ein paar Tagen und es ist jetzt seit heute eingebaut. Passend auch zu etwas Neuem, was ich heute mal ausprobieren wollte. Ich wollte heute nicht ein einzelnes Gericht ausprobieren, sondern eine Komposition. Aber die musste auch komplett aus einem Laden stammen. Und da möchte ich mich ein paar Jahre zurückerinnern an das Gericht, als ich zum ersten Mal selber gegessen habe. Es war 2014. Ich war zum allerersten Mal in meinem Leben in London. Und zwar mit einer relativ großen Gruppe sogar. Der liebe Björn, also der Herr Rock und ich, wir haben uns eine Monday Night Raw Ausgabe angeschaut, die in der O2 Arena damals stattfand. Also die erste wirklich offiziell ausgestrahlte Episode einer WWE Show, die wir gesehen haben. Ja, hallo, ich sage auch zurück an mir. Und wir haben schon mal so eine Hausschau gesehen in der Lanxess Arena, aber das war nichts. Und da haben wir zum ersten Mal eine richtige... Ne, ja, im Mai wird hier sogar gerade geschrieben, 2014 im Mai haben wir das gesehen in der O2 Arena und haben wirklich eine richtige Raw-Ausgabe gesehen. Das war sehr, sehr schön und wir sind in einem sehr netten Hotel untergekommen. Wir waren natürlich länger als eine Nacht da. Wenn man schon nach London geht, möchte man ja auch ein bisschen was sehen. Und es gab nur einen einzigen aus unserer Gruppe, der in diesem wirklich netten und beschaulichen Hotel, in dem wir waren. Also es war wirklich sehr malerisch, wenn man sich so eine Londoner Vorstadt vorstellt. Und es gab natürlich dieses traditionelle, klassische, wahrscheinlich für Touristen ausgegebene Frühstück, bestehend aus Bohnen, Würstchen, Bacon und Toastbrot. Und es gab nur einen aus unserer Gruppe, der immer wieder aufgestanden ist. Guck mal, Björn weiß sogar noch, wie das Hotel hieß. Charlie B&B. Und es gab nur einen, der immer wieder aufgestanden ist, um sich diese Köstlichkeit immer wieder zu kredenzen. Und das war meine Person. Alle anderen sind, glaube ich, einmal mitgekommen. Und jeder, der es einmal gegessen hat, hat gesagt, boah, nee, da schlafe ich morgen lieber länger. Und ich habe gesagt, yay, englisches Frühstück. Ich fand es großartig. Und jetzt dachte ich mir, ich habe es mir auch noch nie selber gemacht. Oh, das klingt so falsch. Ich habe mir noch nie selber englisches Frühstück gemacht. Und dachte mir, ey, warum nehme ich nicht einfach mal nur Produkte aus einem bestimmten Laden und schaue, ob diese Komposition auch wirklich irgendwie bewertbar ist. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze hier aussieht. Hier schön einmal abgedeckt. Ich habe noch nie so lange in der Küche gestanden für Jörns Tafelschmaus. Und hier haben wir das Ganze. Toastbrot, Bacon, Würstchen, Baked Beans, Spiegelei natürlich, habe ich gerade vergessen in meiner Aufzählung. Und ja, Würstchen. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich das gesagt habe. Ja, das essen wir jetzt gleich und gucken, wie es denn als Gesamtwerk funktioniert. Ich habe mich da jetzt wirklich nur an Rewe-Produkte gehalten. Also es dürften dieses Rewes Beste, Rewe Bio oder auch Ja-Produkte sein. Und da können wir ja mal schauen, was genau ich denn da gefunden habe. Es gibt nämlich... Die Baked Beans, muss ich gestehen, esse ich ganz gerne mal so morgens als Katerfrühstück. Kaufe dann aber meistens wirklich die Markenprodukte. Von Tomi gibt es auch welche. Die hole ich manchmal, die sind ganz gut. Da habe ich mir jetzt diese hier geholt. Rewes beste Wahl. Baked Beans. Gebackene weiße Bohnen in Tomatensauce. Und man sieht auch hier, ich weiß nicht, ob ihr diese Rewes beste Produkte kennt. Die sind alle natürlich etwas minimalistisch in ihrem Artwork gehalten. Auch das Logo an sich, einfach nur dieses rote Logo und ja, mit beste Wahl darunter geschrieben. Aber alles gleich. Ich lese schon im Chat, die sind geil. Es ist wahrscheinlich auf die Bohnen bezogen. Was haben wir hier? Gebackene weiße Bohnen in Tomatensauce, Rewe beste Wahl, Baked Beans. Der englische Frühstücksklassiker aus weißen Bohnen in Tomatensauce. Kann klassisch mit Würstchen, Speck, Eiern und Toast, haha, so machen wir es nämlich ja auch gleich, oder auch als vegetarisches Bohnengericht mit Reis kombiniert werden. Es wundert mich, wo hier schon aufgezählt wird, kann mit Würstchen, Speck, bla 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 serviert werden, dass hier nicht steht, kann mit Ja, Speck
und ja, Toast serviert werden, weil das ja nun mal die Sachen sind, die im Rewe gegeben sind. Das ist ja öfter mal so, dass solche Produkte dann direkt andere Marken, Hausmarken anpreisen. An Zutaten haben wir hier weiße Bohnen 57%, Wasser, Tomatenpüree, Zucker, modifizierte Mahlstärke, Speisesalz, natürliches Aroma, Paprika-Extrakt. Hier sind 420 Gramm drin und wir haben hier bei 100 Gramm einen Brennwert von 396 Kilojoule und 94 Kilokalorien. 94 Kilokalorien ist gar nicht so viel im Vergleich zu manch anderen Sachen, die ich hier schon hatte. Besser als die von Heinz, wird hier sogar gerade geschrieben. Stimmt, das waren die, die ich auch öfter schon mal geholt habe und die finde ich eigentlich ganz gut. Die müsste ich dann vielleicht auch mal bewerten. Ich darf ja keine Werbung machen, ja, ne? Dann habe ich als Würstchen die Rewe Bio Nürnberger Rostbratwurst. 160 Gramm. Und ja, also hier habe ich mich dann einmal für das Bio-Produkt entschieden, aber es musste auch von Rewe sein. Und da wollen wir mal schauen, was die so können. Zutaten: Schweinefleisch 95%, Speck, Meersalz, Dextrose, Gewürze, scharfe Seitlinge und das war's. Finde ich eigentlich ganz gut, dass es nur so wenig Zutaten sind, sonst liest man ja eine Milliarde Sachen drin. Kann noch Spuren von Senf und Sellerie enthalten. Hier ist überhaupt nichts drin, was irgendein Code hat, wie E527.000,3 oder sowas, was ja auch oft dabei ist. Ja, also das sind die Würstchen, die wir hier haben. Die haben mehr Bohnen und weniger Soße. Welche jetzt? Die von Heinz? Ist das nicht gut, wenn die mehr Bohnen haben? So, dann habe ich ganz normal die Bio-Eier genommen, die es im Rewe zu kaufen gibt. Ich glaube, da muss ich jetzt, kann ich ja nicht in die Zutaten schauen. Ich würde sagen, da ist Hühnerei drin. So, dann haben wir den Delikatess-Bacon. Da haben wir hier sehen wir auch die Ja-Produkte. Ich meine, da muss man zum Artwork ja nicht viel sagen. Ne? Wir haben hier einen Serviervorschlag, das Bacon aber mit zusammen mit dem Spiegel im Brot. Die von Rewe haben mehr Bohnen, alles klar. Und ansonsten haben wir das typische weiße Artwork mit dem kleingeschriebenen Ja mit Ausrufezeichen. Das ist ja bei jedem derer Produkte so. Da haben wir Zutaten: Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz, Konservierungsstoff, Natriumnitrit, Glukosesirup, Antioxidationsmittel, Natrium, Ascorbat, Säureregulator in Klammern Kaliumlaktat und Rauch haben wir hier. Vor dem Verzehr durcherhitzen, ja, das habe ich natürlich gemacht. Und hier haben wir 134 pro 100 Gramm natürlich wieder 1341 Kilojoule und 324 Kilokalorien. Also das ist schon eine etwas andere Hausmarke als die Bohnen. Aber ich meine, gut, das ist halt auch Bacon. Und als Toastbrot, hört man mich noch, als Toastbrot, ich habe jetzt hier dieses, ist zwar American Sandwich, aber ich habe jetzt hier dieses Ja-American Sandwich genommen, also auch eben das Ja-Produkt. Und für ein Ja-Produkt hat man hier ein richtig aufwendiges Artwork für die Verpackung. Ey, wir haben hier ein American Sandwich, wir können nicht einfach nur das weiße Etikett da dran klatschen, pack mal eine Amerika-Flagge da drauf, die Stars and Stripes, die brauchen wir. Ist jetzt natürlich nicht so englisch, aber es ist Toastbrot und irgendwie finde ich das noch ein bisschen geiler als das normale Toast. Und da haben wir in Zutaten Weizenmehl, Wasser, Natursauerteig, der aus Wasser und Weizenmehl besteht, was wir vorher auch schon in Zutaten so drin hatten. Hefe, Rapsöl, Invertzucker, Sirup, Speisesalz, Säureregulator, Natrium, Zitrate, Weizen, Malzmehl und Ackerbohnenmehl. Das sind die Zutaten von diesem Toast. Und da haben wir nochmal als Nährwert pro 100 Gramm 1062 Kilojoule und 251 Kilokalorien. Also auch durchaus mehr als die Bohnen. Und ich habe mir, den probiere ich jetzt auch schon mal. Einen Tee gekocht. Und zwar, es gibt jetzt leider keine Rewe-Eigenmarke. Aldi zum Beispiel, die haben nochmal so diese eigenen Discount-Tees. Ich glaube, das haben Lidl und Netto auch. Aber es gab jetzt im Rewe leider nur die Markenprodukte. Deswegen habe ich jetzt hier was von Teekanne genommen. Aber ich zeige euch auch mal die ganze Verpackung, die habe ich gerade gekauft. Das sah für mich so englisch aus. Hier, wenn man schon... wenn ich jetzt hier einmal rübergehe, wo es nicht so überlichtet ist, allein die Kanne, also das ist doch englisch, oder nicht? Caramel Apple Pie, wenn das kein englischer Tee ist, dann weiß ich auch nicht. Ist wahrscheinlich nicht besonders englisch, aber ich dachte mir, was soll's.
Ich trinke den jetzt einfach mal dazu. Und da muss ich sagen, der rundet das Ganze schon mal ab. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Alles klar. Und dann würde ich sagen, jetzt habe ich ja die Geschichte erzählt. Ja, schwarzen Tee habe ich aber nicht gesehen. Und schwarzen Tee wollte ich auch nicht. Schwarzer Tee. Wer will den schwarzen Tee? Wenn sie Earl Grey gehabt hätten, dann hätte ich den genommen. Aber es gab keinen Earl Grey Tee von Ja. Und jetzt, bevor es kalt wird, also ich hatte heute wirklich ein ziemlich tightes Zeitfenster, weil das Essen ja noch warm sein sollte, aber ich musste sehr viel hinkriegen und um 20 Uhr ja pünktlich zum Stream hier sein. Also es war bisher die stressigste Vorbereitung, die ich je bei einem Tafelschmaus hatte. Und dann werden wir mal sehen, ob sich das auch... Was? Es gibt von ja Earl Grey Tee? Verdammt nochmal. Ja, dann habe ich nicht richtig geguckt. Dann wollte ich ihn vielleicht einfach nicht sehen. Ja, was soll's. Gut, alles klar. Dann entschuldige ich mich. Das nächste Mal muss ich jemanden... Ich habe leider keinen Assistenten, der für mich die Sachen besorgt. Ich muss das alles selber machen. Und genau, ich habe ja jetzt schon die Geschichte erzählt, ne, was ich mit dem englischen Frühstück verbinde. Und ich muss sagen, ich finde es geil. Ich glaube, da scheiden sich auch wirklich die Geister dran. Wie gesagt, in der Gruppe, mit der ich in England war, damals, wo ja auch Björn mit dabei war, war ich der Einzige, der jeden Morgen da war, um es zu essen. Und das Frühstück an sich probiert haben, glaube ich, jeder einmal. Und danach hat jeder, der danach, wenn er mitgekommen ist, nur noch Kaffee oder so getrunken. Aber gut. Jetzt wollen wir uns einmal mit dem kompletten Gericht hier befassen. Als erstes werde ich jetzt die gerade Praktikanten, ich hätte so gerne Praktikanten. Aber wie soll ich die einstellen? Und naja, die wollen ja bestimmt auch zumindest irgendwas haben. Naja, ich fange jetzt mit den gerade schon im Chat angepriesenen Bohnen an. Ich werde gleich auch alles natürlich ein bisschen durchmischen, aber ich will jetzt die Komponenten erstmal an sich einmal durchchecken. Also ich muss gestehen, es ist wirklich sehr lecker. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, die sind besser als die von Heinz, wie es gerade im Chat geschrieben wurde. Ich glaube, die würden mir tatsächlich noch einen Ticken besser gefallen. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Ich werde jetzt mal hier auch so ein Bio-Würstchen von Rewe probieren. Ja, okay. Das ist. Also ich muss jetzt nochmal dazu sagen, ich habe mir jetzt, was ich jetzt dazu genommen habe, war eine Nürnberger Rostbratwurst. Weil, glaube ich, meistens auch auf den Bildern nicht gesehen habe, eher so kleine Würstchen, gebratene Würstchen mit serviert werden. Achso, Kinder, nicht nachmachen. Am Messer wird nicht geleckt. Das dürfen nur wir Erwachsenen. Und ich stehe total auf Nürnberger Rostbratwürstchen. Und jetzt hier die in der Bio-Fassung. Ich probiere eben nochmal so ein Stück. Also, die sind schon... Da kann man nicht meckern. Also, wenn man Nürnberger mag, dann sind die ganz schön geil. Dann nehme ich jetzt mal den Bacon. Da weiß ich jetzt nicht so, was mich so erwartet. Weil wenn ich Bacon kaufe, meistens habe ich... Ich kaufe nicht oft Bacon. Wenn, dann meistens, wenn ich mir Burger mache. Dann kaufe ich aber schon den teuren. Ja, ich glaube, der ist okay. Aber... Ich meine, klar, die Würstchen sind jetzt natürlich auch die Bio-Würstchen von Rewe. Und das Bacon ist halt schon eher diese Discount-Ware von ja. Und das ist gut, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen tiefer in die Tasche greift, kann das ein bisschen mehr als der Ja-Bacon. Oder das Ja-Bacon? Der oder das Bacon? Da könnte ich mir irgendwie beides, weil es ist immer so schwierig mit diesen englischen Begriffen, ne? Jetzt probiere ich einfach mal nur trocken Toast hier. Da machst du gar nichts falsch. Ich glaube, bei den American Toasts, auch zumindest wenn man den Toaster geschmissen hat, da ist es Le Bacon, okay. Da ist es, glaube ich, wirklich fast egal. Da würde ich jetzt, glaube ich, keinen Unterschied merken, wenn mir einer
das teure Sandwich Toast oder das Ja-Toast getoastet dahinstellen will und ich würde nicht wissen, welches welches ist, würde ich jetzt, glaube ich, nicht erkennen, welches das Markenprodukt ist. Das kann man also auf jeden Fall auch machen. Das ist, ja, das Ja-Toast ist auf jeden Fall ganz gut. Jetzt wollen wir mal ein bisschen kombinieren. Das ist ja, glaube ich, das, was für viele so das Eklige ist. Ich kenne voll viele, die nicht auf diese Bohnen stehen. Wenn man dann die Würstchen kontaminiert mit den Bohnen, gilt das schon irgendwie als Verbrechen. Aber ich finde das dann ganz geil. Das ist eine super Mischung. Ganz ehrlich. Also die Baked Beans mit dem Rostbratwürstchen, vor allem mit den Bio-Dingern hier, die sind richtig, richtig geil. Jetzt probiere ich mal den Bacon mit den Würstchen, mit dem Bohnen. Ich habe heute extra, ich habe nur gefrühstückt heute. Das war sehr weise von mir. Das ist, glaube ich, somit das Mächtigste, was ich gegessen habe, außer der Bacon Bomb von Lidl vielleicht. Also auch wenn ich leider gesagt habe, ich glaube, ich finde die Bohnen von Heinz tatsächlich besser. Also das kann man, also in Kombination mit dem Bacon und in Kombination mit dem Würstchen sind die Bohnen aber top. Und jetzt mit dem Ei einmal zusammen. Ich muss unbedingt das Eigelb noch aufessen. Wer brät von euch seine Spiegeleier beidseitig? Das ist ein Verbrechen. Eigelb muss zerlaufen. Da. So muss das aussehen. Sorry, ich esse jetzt gerade einfach mal nur. Nein, weißer Glibber ist kein Mist. Also da würde ich keine Abstriche machen. Wenn du die lang genug brätst, dann passt das schon irgendwie. Da hast du auch nicht wirklich Glibber. Aber beidseitiges Braten auf keinen Fall. Da esse ich lieber weißen Glibber. Boah, also da muss ich sagen, also wenn man jetzt diese Produkte zusammennimmt, man musste ein bisschen mit dem Pfannenwender den weißen Glibber verschieben, ohne dass du das Eigelb angreifst. Da gibt es Techniken für, sage ich dir. Also ich glaube, ich kann dieses Experiment definitiv als erfolgreich verbuchen. Also diese Kombination hier aus den Bohnen mit allem anderen, die Bohnen wirklich als Unterlage für... Dann machst du es nicht richtig, tut mir leid. Also die Bohnen hier als Grundlage für alles andere, boah, ich weiß nicht, wie man das nicht geil finden kann. Wer von euch mag denn das englische Frühstück? Gibt es jemanden von euch, der sagt, boah, ich finde das super geil? Oder auch jemanden, der sagt, boah, die eklige Pampe würde ich mir niemals in den Mund schieben? Weil ich finde es, wie gesagt, geil. Wusste jetzt aber nicht, was mich erwartet, gerade bei den Ja-Produkten. Hab aber schon gedacht, so, ja, also wenn Rewe das verkackt, das geht ja wohl nicht. Also viel habe ich hier selten gegessen. Aber das, ich, wie gesagt, ich habe heute nur gefrühstückt. Das ist jetzt natürlich nicht gerade gesund, was ich hier esse. Aber wen interessiert es? Ich esse gerade nochmal ein Stückchen Bacon mit Bohnen zusammen.
Und da muss ich sagen, guten Abend und Dankeschön. Schön, dass du da bist. Jede Woche muss ich irgendwas in mich hineinstopfen. Heute ist es zum ersten Mal eine Komposition aus mehreren Dingen, die etwas ergibt, und zwar ein englisches Frühstück. Und es sind nur Rewe-Produkte, also Rewes Beste und Ja und so weiter. Und ich muss sagen, da hat Rewe bei mir gerade echt ganz schön abgeliefert. So, ich habe jetzt noch ein bisschen auf dem Teller. Das esse ich aber gleich noch, nach dem Stream irgendwann. Ich bin nicht dieser TV-Koch, nein. Und Sie dürfen mich gerne duzen. Ah, hier bei uns im Chat sind wir sind also gerne per Du auf jeden Fall. Das Sie, das brauchen wir hier bei uns nicht. Ah, Fabian, auch schön, dass du da bist. Ich habe gerade das englische Frühstück in mich hineingeschlungen, bestehend nur aus Rewe-Produkten. Und jetzt komme ich gleich zur Bewertung, wie gut die Rewe-Produkte zusammen als englisches Frühstück funktionieren. Und ich habe gerade schon die ganze Zeit sehr viele Töne von mir gegeben. Die Tasse hast du auch, die One-Up-Tasse, das ist meine Lieblingstasse. Die benutze ich noch öfter als meine Godzilla-Tassen. Ja, und jetzt komme ich zur Bewertung. Ich habe jetzt gerade schon beim Essen sehr viele, ich sag mal, wohlwollende Töne von mir gegeben. Und also auch gerade so jetzt so, ja, Bacon, den ich ja erst als einmal alleine probiert habe, wo ich auch gesagt habe, ja, das ist okay, kann man machen. Aber wenn ich sonst Bacon kaufe, eher teureren kaufe, und da habe ich einen Unterschied im Gegensatz zum Toastbrot, wo ich den nicht gemerkt habe, schon gemerkt. Aber zusammen mit den Bohnen, also auch wenn man jetzt das Bacon zusammen mit den Bohnen auf die Gabel packt, also das ist eine richtig gute Komposition. Komposition. Und auch die Rewe-Würstchen, in dem Fall von der Rewe-Biomarke. Also die Rewes beste Bohnen sind eine perfekte Grundlage, um all diese Stücke einzeln zu nehmen, auch die Eier. Fand ich richtig, richtig gut. Also kommen wir doch einmal zur Bewertung. So. Zacki. Da sind wir. Letztes Mal gab es hier den Hotdog von Vital Convenience. Ich will mich gar nicht daran zurückerinnern. Das Brot aus Brötchen aus Sand. Aber ja, vor Bro Limo hat ganz gut geschmeckt. Gut, und heute bewerte ich das Rewe englische Frühstück, bestehend aus Rewes beste Baked Beans, ja, Sandwich Toast, ja, Delikatesse Bacon, den Rewe Bio Nürnberger Rostbratwürstchen, dem Caramel Apple Pie Tea und den Rewe Bio Eiern. Und wie die jetzt zusammen als englisches Frühstück funktionieren. Und ich habe es gerade schon gesagt, boah, die haben das halt abgeliefert. Also das ist so mit, ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil ich jetzt mehrere Sachen zusammen als eins bewerte. Und ich jetzt auch sagen muss, dass das Bacon in Kombination mit den Bohnen halt viel geiler ist als alleine. Aber das war jetzt nur mal die Prämisse, die ich auch vor heute gesetzt habe. Und da muss ich sagen, hat es jetzt zusammen wirklich abgeliefert. Und das war so mit das Beste, was ich hier in der Rubrik bisher gegessen habe. Ich fand es richtig, richtig gut. Und ich pack's auf die 9. Eine 10 ist es dann immer noch. Ich warte immer noch auf die 10. Ich habe noch keine 10 gehabt. Und hier wäre ich vielleicht noch nah dran gewesen. Aber es ist noch nicht das Ding so. Und aber es war trotzdem sehr, sehr geil. Also 9 ist ja nun mal schon wirklich eine der allerbesten Bewertungen. So, englisches Frühstück. So, aus Rewe-Produkten. Ich schreibe jetzt erstmal hier nur so vage rein. Oh, da ist ein N zu viel. Das soll natürlich raus. Aus Rewe-Produkten. Also, wenn ihr das mögt, wenn ihr sagt, boah, ich mag
total gerne englisches Frühstück, dann sage ich, geht zu Rewe, holt ruhig die Sachen, die ich gerade geholt habe. Ich, wie gesagt, ich mache keine Werbung, ich review es. Es gibt auch oft genug schlechte Bewertungen hier. Aber da muss ich sagen, hat alles richtig gut funktioniert. Also die Sachen, die ich jetzt hier in Kombination zusammengeholt habe, ich glaube, bei den Eiern spielt es natürlich keine Rolle, aber wenn man schon im Laden ist, kann man sich auch da die Bio-Eier holen. Aber ansonsten, ja, ich sag Daumen hoch. Da kann man nur sagen, lecker. Gibt's jemanden von euch, der, ich weiß gar nicht, ob es jemand schon geschrieben hat, ob irgendjemand sagt, boah, englisches Frühstück ist für mich so das allerletzte, weil da habe ich auch schon genug Stimmen gehört, hat aber noch keiner von euch was zugesagt, ob er denn sagt, ja, ist okay, ist geil oder ist richtig, richtig abgefuckt. Egal. Ja, das ist meine Bewertung von heute. Ich bin sehr angetan, habe mich auch jetzt wirklich satt gegessen. Es ist sogar noch ein bisschen was auf dem Teller drauf, aber es waren jetzt auch genug Kalorien, die ich reingeschoben habe. Ja, und das war's für heute mit Jörns Tafelschmaus. Und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr nächste Woche dabei seid.